willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Heute möchte ich mit euch mal ein Untersetzer-Set machen, aber nicht in rund, weil ich gerade keine runden Formen da habe, sondern in viereckig. Jo, und diese viereckigen Formen sind einfach Packungen, wo mal Füllungssäulen oder sowas drin waren. Und da habe ich zwei gleiche und habe gedacht, okay, daraus mache ich mir jetzt meine Formen. So, wie ihr hier seht, habe ich hier Mika-Pulver und ich habe mir in jedem Becher 50 Gramm Harz abgewogen, damit die alle gleich dick werden. Und mische da also meine Farben rein. Ich habe da also ein Gelb, ein Orange, ein Rot, was eigentlich nicht wirklich rot ist, ja, wie alle Mika-Pulver, aber ja, und ein tolles Rosa. Ich zeige euch das jetzt einfach an einer Farbe, weil das ist immer dasselbe für alle vier Farben und ich werde das auch ein bisschen schneller laufen lassen, damit ihr dann nicht stundenlang zuschauen müsst und euch langweilt. Das sind diese Formen, die ich habe und da habe ich mir genau einen halben Zentimeter abgemessen mit einem Lineal von außen und habe da einen Punkt hingemacht und genau so voll will ich das machen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass genau diese 50 Gramm, die ich mir in diese Becher eingewogen habe, bis zu dem Strich gereicht haben. Also nun hätte ich das gar nicht machen brauchen. Aber ja, also wie gesagt, ich mache das ein bisschen schneller und wir sehen uns gleich. So, hier seht ihr jetzt diese Formen und da schütte ich jetzt einfach mein Harz rein. Kein Hexenwerk, auch das mache ich euch ein bisschen schneller, weil das wird sonst langweilig, wenn man 20 Mal dasselbe schauen muss. Aber hier seht ihr schon, eigentlich sind die Farben richtig schön geworden und ich kratze das nur noch ein bisschen aus und jo, dann geht's gleich weiter. Nachdem ich das Harz jetzt in die Formen gegossen habe, habe ich eine Stunde oder anderthalb Stunden gewartet und bin jetzt nochmal in mein Arbeitszimmer und rühre da mit dem Stück hin und her, damit das Mika-Pulver einfach ein schönes Muster gibt und nicht nur diese Placken, wie man es da jetzt sieht bei den anderen drei, sondern einfach so ein schönes Swirly-Muster, das dann einfach ein bisschen zu der Optik beiträgt und ein bisschen mehr fürs Auge zum Schauen hat. Ihr seht, wie dickflüssig das Harz bereits ist. Und ja, deswegen muss man da einfach warten, weil sonst würde sich das Harz genau wieder so zusammenziehen, wie es vorher gewesen ist, und es würden wieder nur Placken da sein. Deswegen wartet man da eine Stunde oder ein bisschen länger, je nachdem, welches Harz ihr habt. Bei meinem ist es eben eine Stunde. So, jetzt sind 24 Stunden rum und ich entforme meine Teile. Ich knacke da jetzt einfach die Ränder ab und ihr werdet sehen, wie wunderbar sich das rauslöst. Also da gibt es überhaupt gar keine
Probleme damit, dass man das da einfach ein bisschen rausdrücken kann und die Form kann man nochmal verwenden oder nochmal. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich habe von Lind einen Osterhasen geschenkt bekommen und da war so, ja, so holographisches Papier drumherum und da habe ich gedacht, oh, das musst du benutzen und habe also den Hasen schon gegessen, nur allein aus dem Grund, damit ich an das Papier komme. Jetzt habe ich mir hier solche Blätterformen ausgeschnitten aus dem Papier für meine Coaster und die werde ich jetzt mit meinem beliebten Gloss-Varnish, also mit meinem, das ist Acryllack auf Wasserbasis, die auf meine Coaster kleben. Ich lasse das hier für euch auch wieder ein bisschen schneller laufen, ja, weil das ist einfach zu langweilig, das stundenlang anzuschauen. So, als ich dann alle draufgeklebt habe, so wie ich das wollte, habe ich nochmal einfach von dem Acryllack da oben drauf gepinselt, damit sich einfach da nichts abhebt und es eine ebene Fläche gibt. So, hier sind sie jetzt alle fertig und jetzt war mir das einfach zu nackig und ich habe mich dazu entschieden, mit dem Gloss Varnish, also mit diesem klaren Acryllack, die Außenränder nachzumalen mit Glitter in der passenden Farbe. Da habe ich hier Lila genommen. Also ihr seht, da ist auch nicht wirklich viel Flüssigkeit drin, sondern dann mehr Glitter und habe damit die Außenlinien gemalt und auch die Blätter innen definiert. Ich zeige euch das jetzt auch wieder an einem und ja, für die anderen habe ich ganz genau das Gleiche gemacht. Und auch hier wieder ein bisschen schneller für euch. So, auch das war mir irgendwie ein bisschen zu nackig, weil dann nur das Deko auf der einen Seite war. Jetzt habe ich mir überlegt, da das ja sowas wie Blumen sein sollen, mache ich einfach da irgendwelche Blütenstängel raus, die sich dann eben auf den restlichen Untersetzer dann ein bisschen verteilen. Da habe ich, wie ihr seht, hier einen goldenen Edding genommen und habe da meine Blütenpollenstängel, wie auch immer die Dinger heißen, draufgemalt.
Jo, und immer noch zu nackig war mir das. Und dann habe ich hier noch ein bisschen von diesem Lack mit dem Glitzer drin gehabt. Und damit habe ich mir dann einfach noch ein paar farbige Akzente auf die Spitzen gesetzt. Jo, weil ich glaube, das hat es einfach gebraucht. Ich habe das alles gut trocknen lassen und habe dann meine Untersetzer auf so Becherchen draufgestellt, um die jetzt einfach nochmal zu überziehen, damit das alles gut geschützt ist und ich mir da keine Sorgen machen brauche, ob sich da irgendwas ablöst oder nicht. Ich habe mir da also jetzt mein Harz angerührt und habe da ein bisschen durchsichtigen Glitter reingemacht. Also den sieht man ganz, ganz leicht. Und ich denke, das gibt nochmal so den letzten Schliff daran. Ich gieße erstmal noch nicht so viel Harz auf die Kruste drauf, weil ich Angst habe, dass mir das sonst überläuft, wenn sich das dann ausgelevelt hat. Jo, im Endeffekt mache ich dann trotzdem noch ein bisschen mehr drauf, weil das nicht gereicht hat. Und ich werde wahrscheinlich noch einen Topcoat machen müssen, weil sie mir doch so sehr, sehr dünn vorkommen. Ich verteile das jetzt mit meinem Silikonpinsel bis an den Rand, damit da keine Lücken entstehen und es eine geschlossene Fläche gibt. Das muss man ein bisschen sorgfältig machen. Wenn man das nicht macht, dann hat man so Stellen drin, wo das Harz sich überhaupt gar nicht hin verteilt hat. Das kann aber auch passieren, wenn man einfach nicht genug Harz oben drauf hat und das hat versucht, sich auszuleveln und hat sich dann wieder zusammengezogen, weil eben nicht genug Harz zur Verfügung gestanden hat. Ich mache euch das noch mal ein bisschen schneller. Thank you.
So, ich klebe da immer noch mal noch ein bisschen Harz drauf und verteile das noch. Und ich schaue dann da von der Seite noch mal, ob sich die Reflexion in der Gesamtheit auf dem Coaster zeigt. Das sieht man am besten, wenn man von der Seite schaut, ob sich da Harz wieder zurückgezogen hat oder nicht. Dann noch mal mit dem Bunsenbrenner drüber und dann bleibt uns eigentlich nur noch mal abzuwarten. So, der Topcoat ist hart geworden und jetzt file ich noch ein bisschen die Kanten und mal dann noch die Kanten mit einem goldenen Marker an. Jo, und dann wären sie fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet von mir, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder vielleicht sogar ein Abo. Ein Daumen hoch freut mich natürlich auch. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Ciao, bis zum nächsten Mal.